Hallo und herzlich willkommen zurück bei Life is Strange. Just get to your room and grab Warren's flash drive. Genau das wollte ich auch gerade sagen. How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. Na komm. Du hast doch was zu sagen. Oh. Na toll, hättest du dir auch sparen können. So, rein da. Home sweet home, my favorite cocoon. Oh, wow, nice. Okay, fangen wir mal an. Spieglein, Spieglein. Meine Mama hat mir geschrieben. Hard to believe I'm 18. Do I look any older? Just more stressed. Mal ein Foto. Rote Augen, ja, das ist wahr. Okay, wir haben eine SMS bekommen. Ja, ich glaube, ich habe wirklich da eins vergessen. Ach, das ärgert mich jetzt, ne? Das ärgert mich. Oh Mann. Also SMS von Mama. Hey Liebling, dein Direktor hat mir eine E-Mail geschickt. Er sorgt sich um deine Einstellung und dein Verhalten, dass du nicht dorthin passt und dich in deinem Zimmer versteckst. Ich weiß, es ist hart, von zu Hause fort zu sein, selbst wenn du jetzt erwachsen bist. Aber du bist dort, um die Welt mit deiner Kamera zu verändern. Bitte ruf mich bald an, damit wir reden können. Wir vermissen dich. Schmatz, Mama. Oh, na toll. Hat der Direktor gleich eine Nachricht geschickt. Ich musste zurück ins Wohnheim, um Warrens USB-Stick zu holen. Victoria und ihre Vortex-Viber blockierten den Eingang und schossen sogar ein Foto von mir, wie ich in einem Film über die Highschool. Einfach unglaublich. Sie hat tatsächlich fick dich unter dein Selfie gesagt. Es war lustig. Warum muss sie sich so verhalten? Sie hat doch schon alles, was sie will, oder? Sie zwang mich dazu, meine Fähigkeiten einzusetzen, bis ich einen Weg fand, an ihr vorbeizukommen. Ich will diese Kraft nicht für trivialen Scheiß einsetzen, besonders wenn sie wirklich ein Geschenk des Universums ist. Aber so konnte ich sie austesten. Ach, hier steht immer noch mein Ziel. Aha. Victoria so allein auf den Stufen und voller Farbe zu sehen, war beschissen. Sie wirkte nicht wie die Königin Blackwells, sondern wie ein einsames Mädchen, genauso verwirrt wie ich. Ich musste herausfinden, ob sie gut ging. Sie war nett und entschuldigte sich, löschte sogar mein Foto von ihrem Handy. Es gibt also noch Hoffnung. Naja, freu dich da mal nicht zu früh. So, weiter geht's. Warren even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. Was hat er denn geschrieben? An Max oder alle, die es interessiert. Der filmische Inhalt dieses USB-Sticks ist von grausamer, lebensverändernder und kontroverser Natur. Diese Sammlung wurde mit äußerster Sorgfalt und für den anspruchsvollsten Zuschauer heruntergeladen. Ich gratuliere. Sick? Was? Ich gratuliere dir zu deinem Geschmack und erwarte mit Spannung deine Bewertung von Cannibal, Holocaust und Ultra Vixens. Peace, Warren G. Mhm. Teddy! Ahoy, Captain. At least I know you've got my back. When I swallowed your eye and my parents rushed me to the ER, I knew we were bonded forever. Steckerleiste? Ausschalten. Hä? Was habe ich jetzt? Ah, okay. Also war süß. Hinlegen, ansehen. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Mann, ich will die ansehen. Ach. Schade. Kissen hinlegen. It feels so nice to just relax. This day has been so damn bizarre, and it feels like it has gone on forever.
Maybe I'll just wake up now and find out I was dreaming all of this. Or like Poe said, a dream within a dream. Okay. Dann stehen wir mal wieder auf. Da, das war's mit Ausruhen. So schnell geht's. So. Kissen. So cheesy, but it makes me smile thinking of the day Mom and I sewed that together. Oh, süß. Okay. Max and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. Also, das ist also Chloe, unsere damals beste Freundin. Oh. Aufhören. Ansehen kann ich's noch. I should hit the thrift store and pick up some dollar vinyl. Is that too hipster? I don't care. Music inspires me in my photography. Don't you know that Cartier Bresson, Doineau, Hamilton, the greatest. That's the only tourist picture I let them take of me at the Space Needle. That was a good hockey game and a great fight. Man, Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont Troll. Fotoalbum. Here's my go-to source for instant photo inspiration. Philip Lorca de Corsia, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Toll, ich hätte es jetzt aber auch gern gesehen. Mann. Laptop. Klebezettel. There's my poor laptop begging me to check in. Ja, ja, dann benutzen. Daniel has so much talent. I hope nobody hates on it just because it's me. Ach so, ja, der hat auf Facebook gepostet. Ach cool, lesen. Daniel, schnelle Skizze meiner neuen Muse. Cool. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. Oh, Kameras. Camera Porn? Willkommen auf Camera Porn, deiner Webseite für fast jede produzierte Kamera, national oder international. Klicke auf eins der Bilder unten für Modellspezifikationen. Oh Herrgott. Warren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Warren Graham, was hat er denn geschrieben? Der Warren. Max, danke für deine E-Mail, für deine Mail und die Kopien deiner Notizen aus Jeffersons Unterricht. Ich werde nie aufhören, dich mit Dankesbezeugungen zu überschütten. Ich habe auch eine recht vielseitige Sammlung an TV-Serien, Kultklassikern und abgefahrenen Filmen auf einem fetten USB-Stick, falls du sie dir mal ansehen willst. Danke nochmal für deine Hilfe. Ich bin eher Wissenschaftler als Künstler. Kannst du mir kurz erklären, wie eine Kamera funktioniert? Bis bald, Warren G. Aha. Ansehen. Looks like Dana left me a little post-it note. Dana. Ich habe mir deinen USB-Stick ausgeliehen, um beim Lernen was anschauen zu können. Wenn du ihn brauchst, findest du ihn in meinem Zimmer. Oh, na toll, jetzt ist der USB-Stick weg. Das ist nicht doch nicht Great. Das... Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Das ist doch nicht... Ich habe doch... Das ist nicht meiner, Dana. Aber gut. Pflanze. Was haben wir denn hier? Oh, Schminksachen hat sie auch. Hm. Naja, könnten wir vielleicht mal gebrauchen, hm? One day I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HDTV.
Da liegen einfach die Klamotten rum, also ernsthaft. Ansehen. I haven't forgotten you, little Lisa. Yet. Lisa? Deine Pflanze heißt Lisa, dann gieß Lisa mal. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Oh, ey, du musst hier echt auf alles achten. Was wäre denn da passiert, wenn ich die Pflanze nicht gegossen hätte? Mann, no. Buch an... Nee, halt. Also manchmal, ne? Sofort. Instant film is so damn hard to find and expensive now. But I can't help it. I'm analog, not digital. I'm glad Kate let me borrow her copy of The October Country. I should have every Bradbury book for myself. I'll miss going to the games with my dad. Go Thunderbirds. Gitarre? Spielst du Gitarre? It's such a pretty guitar. I need to play it more. Cool. Oh, wie schön. Das ist echt schön. Schöne Melodie. Was haben wir hier noch? Poster. Would Man Ray call them selfie portraits? Okay, das schaut jetzt aus wie ein Verbrecherbild. Aber gut. Okay, ansehen. Oh, Kekse! Kekse! Lass mich die Kekse. Hallo? Ach. It's not exactly pretty in pink, but no shits are given. I like my wardrobe. Das freut mich. I love that Mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. And slipped in a $200 gift certificate. She sure knows how to make a sad birthday happy. Öffnen. Hard to believe I'm 18 now. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Happy Birthday. Alles Gute zum Geburtstag, Maxine. Wir werden nie den Tag deiner Geburt oder dein erstes Lächeln vergessen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Heute ist ein besonderer Tag. Wir vermissen dich, sind aber sehr stolz, dass du deinen Traum folgst. Wir lieben dich, Mama und Papa. Oh. Voll süß. Das ist echt süß. Sonst noch was? Nein? Auf dem Boden auch nichts. Ja, dann muss ich jetzt Dana, ne? Danas Zimmer. You can't get out now, Dana. So tell me the truth or rotten there. Ja, aber ich muss zu Dana. Welcome to the real drama queens of Blackwell. Juliet, this is so stupid. Answer, you wuss. Okay. You are ridiculous. Juliet looks like she's ready to throw down. Ja, die hat schlechte Laune, du. If you don't let me out, I will scream. Hey, Juliet. Is everything cool? Oh, yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. Was hat sie getan? What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ouch. How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? oh nein.
Petzen? Juliet Patson. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliet Watson. Ah, Juliet Watson. Okay. Nochmal. Hey, Juliet. Is everything cool? Oh, yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. Juliet Watson, sei lieb. Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Thanks. I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Unbelievable. If you don't let me out, I will scream. Woher weißt du das? How do you know? Victoria Chase. You know her. You could say that. But why would Dana go after your boyfriend? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext, and Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything, but I bet Victoria did. I know the proof is in her room. Hä? In ihren Raum? Ja, was soll ich denn da jetzt machen? Warte mal, Tafel. Warte, ich kann dich noch mal... Leave me alone, Max. Get a clue. Oh, ja. Ach da, Victorias Zimmer. Oh, oh. Yeah. Geil. Victorias Zimmer. Ich fühle mich hier... Oh, nee. Gar nicht gut. Also, durcheinander bringen, ansehen. Durcheinander bringen. Speaking of selfies. Nein, nicht durcheinander bringen. Also, es juckt mich ja schon, aber... Whoa, I had no idea Victoria's parents owned the Chase space. Color me impressed. Wow. Ouch. Well, at least she puts her photographs out there. Unlike me. Vielen Dank für das Einreichen Ihres Beitrags an die Croft Galerie. Leider ist Ihre Arbeit nicht kompatibel mit unserem Leitbild. Wir wissen Ihre Mühe zu schätzen und wünschen Ihnen Erfolg für die Zukunft. Mit freundlichen Grüßen, Amanda Croft, Eigentümerin der Croft Galerie, Eugen O.R. Oder Eugene, keine Ahnung. Gott, ich habe jetzt voll Schiss, dass sie jetzt kommt. Mann. Kamera. She's actually got a classic medium format camera with some awesome prime lens. I hate you, Victoria. Ja, ich hasse dich, Victoria. No, officer, I'm not snooping. Just admiring Victoria's cutting-edge tech. Benutzen? Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Maybe I will join her posse. Okay. Boutique Art Tech. Erschaffen Sie Ihre Zukunft. Springen Sie ins 22. Jahrhundert mit dem Tezuka 3D-Drucker. Kreieren und produzieren Sie Ihre Visionen. Heute bestellen, auf morgen vorbereitet sein. $3,600. Ja, wenn man das Geld hat, nicht? Warum nicht? Nein. Alter Schwede. They should call this series aloof. Cold and soulless. Kind of like Victoria. Hm. Schmuck ansehen. Okay, if I did wear expensive jewelry, I would wear this for sure. Yes, I get it. Enter the Vortex Club. No. No, no, no. Oh, no. Es steht noch ein ganz frischer Kaffee nicht, aber unbenutzt. Yes, Victoria has the best Retina screen laptop. Let me just check to see if she posted my picture. Hm, vorsichtshalber vielleicht doch mal gucken. I'll give Victoria props for not posting my photo. And for this nice shot. Okay. Victoria Mary Beth Chase. 857 Freunde und 1126 Abonnenten. Wow. Boom. This is the email I need to show Juliet.
Now I have to print this fast and get the hell out of here. Okay, lesen. Victoria Chase to Taylor Christensen. Taylor, es tut mir wahnsinnig leid, dir mitzuteilen, dass ich gerade Juliet und Dana verarscht habe. Ich musste Juliet bloß sagen, dass ich einen ekligen Sekt von Dana auf Sex... Sekt? Text von Dana auf Sex Handy gesehen hatte. Die blöde Kuh hat mir geglaubt, also rechne ich jeden Moment mit einem Amoklauf im Wohnheim. Das hat Juliet verdient, dafür, dass die Schlampe mir Sack weggenommen hat, was Dana angeht. Wenn, wen kümmert's? Hol das Popcorn raus. Oh, so eine dumme Kuh, ehrlich. Ja, dann druck's aus. Hallo? Ah, da. E-Mail drucken. Wo? Da. Gleich mal nehmen, bevor es zu spät ist. This better convince Juliet that Dana is innocent. Und was haben wir denn hier noch? I bet Victoria put Juliet on her shit list after this article. Was? The Black World Totem. Das Wesen der Berichterstattung seit 1898. Ist der Vortex Club ein Kult von Juliet Watson? Eine der einflussreichsten und langlebigsten sozialen Gruppen Blackwells, der Vortex Club, wurde zu Beginn der 80er als Ausdruck der New Wave Rebellion gegen die Yuppie-Kräfte der Reagan-Ära gegründet? Reagan-Ära? Stellt euch eine Zeit vor, in der Computer-Nerds in Mülltonnen gestopft wurden und blaue Haare ein Grund für einen Verweis und sogar Gewalt waren. Männliche Schüler mit Ohrringen wurden gemobbt und geschlagen. Heute hat jeder Footballspieler 2 oder 3 exotische Piercings. Der Vortex Club war also einst ein Zufluchtsort vor dem Gruppenzwang, den jede Generation erlebt. Wie ironisch es ist, dass die revolutionären Wurzeln gesellschaftlicher Sonderlinge zu etwas geworden sind, das einige Schüler als elitären Kult beschreiben. Oder ist dies bloß Neid auf eine von Blackwells erfolgreichsten Organisationen? Wir versuchen, Vortex-Mitglied Victoria Chase zu interviewen, aber sie verweigert jeden Kommentar und versucht sogar, die Veröffentlichung dieses Artikels zu verhindern. Okay. Was haben wir hier noch so? Fernseher? That is a tasty plasma. Maybe I could sneak in and watch Final Fantasy Spirits Within. I don't care what anybody says, that's one of the best sci-fi films ever made. Those boots are made for walking runways. Dior, Givenchy, you could pay for my tuition with that wardrobe. Tja, so ist das, ne? Hier war doch noch irgendwas. Victoria hates Rachel Amber this much? How insecure. Oh mein Gott, wen kümmert's, Miststück? Alter Schwede. Internationaler Fotograf Mark Jefferson. Örtliche Ausstellung. 5. November bis 1. Dezember 2009. Bean Hip Café. Mit dieser Ansage gibt es 1% Rabatt. Also doch ein ganz schöner Fan. Victoria is a real Jefferson Groupie. Mhm. Fotos von Mark Jefferson. Krass. Ja gut. Hier noch irgendwas? Nee, ne? Hier müssen wir jetzt alles haben. Ja. Schick schaut's aus. Okay, also dann verlassen wir das mal. Oh, unser Zimmer ist genau gegenüber. Geil. Okay, Juliet, die E-Mail. Juliet, read this. Of course. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No. But I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me?
and you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell Ninja. Now let's see what Zack has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Bitte schön, bitte schön, bitte schön. Almost done. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Ja, kein Stress, Max. Müssen uns trotzdem alles anschauen. So. Aha. Dana takes her Blackwell spirit seriously. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. Okay, das ist Kosmetika auf dem Tisch. Was? Schwangerschaftstest? Ach du Scheiße. Da kommen wir gleich zu. Aber erstmal den USB-Stick. There's that damn flash drive. Ja, ja, dann nimm ihn. Must protect my precious, so Max never has to chase it down again. Was ist jetzt hier? USB-Stick. Hä? I better make sure everything is still in there. Ach so, ja, ja klar. Warren forgot to hide the party buster folder. Not that I would open it, no matter how tempting. I have my self-respect. Ist das so? USB-Stick, verrückte Experimente, Hausaufgaben, das unglaubliche Filmarchiv des Warren G., die besten Serien aller Zeiten, Berieselung, Kram, nicht runtergeladen, unerwünschter Gast, unheilige Unzüchtigkeiten. Und Max? Max? Okay. Unheilige Unzüchtigkeiten. Kann ich deinen Laptop einfach so benutzen, sag mal? Hast du was dagegen? Ich weiß ja nicht. Dana's Facebook wall is up and running. I shouldn't look. Aber es reizt mich so. Ich soll nicht, aber ich... Oh Mann. Wie mies ist denn das? Ansehen. That looks like a home pregnancy test. Na ach. Musst du den jetzt auch noch anfassen? Kannst du das nicht von da erkennen? Oh, ich bin so dreist, ne? Max, that's mine. Thank you. You're not helpful. You're just nosy. I think you better go. Oh Mann, sorry. Nice, Max. You hurt her feelings by being so damn nosy again. Oh nein, das nee, das geht nee. But I could rewind and make it up to her. Klinikmitteilung. Boah. Also ich nehme es nicht. Brief. Oh nee, ich will aber. Kann ich mit dir sprechen? Hey Dana. Seriously, thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Victoria ist fies, Juliet ist stinksauer. Ich habe ein Gerücht gehört. Erstmal Victoria. Victoria is not nice. I don't get it. She has everything. And to pull that prank on a friend? Just because they're in the Vortex Club doesn't mean they're BFFs. I'm in it, and Victoria creeps me out. Max, you're smart to be a loner here. Though Warren obviously likes hanging with you. Was meinst du? Er ist ein netter Kerl. He's a good guy. A geek like me. You saw the files in his flash drive. Tons of crazy shit. Films I've never even heard of. And in a special folder called Max. Yeah, okay. I gotcha. Nee, hab ich nicht. Ich will jetzt wissen, was in diesem Max-Ordner ist. Hallo, kann ich nicht? Bitte? I better make sure everything is still in there. Ja, ich will diesen I think Warren forgot to hide the party buster folder. Mann, ich hätte echt so gerne... Not that I would open it, no matter how tempting. Ja, ist gut. I have my self-respect. Ja, du hast Selbstachtung. Ist okay. Ach Mann, aber das kann ich dich nochmal ansprechen. Now I feel too wiped out to leave. Was ist das? It would be a cool sticker without the words.
Also Schwangerschaftstest, absolutes No-Go. Oh, ich möchte so gern. Of course a popular cheerleader like Dana would have a million friends. It's so fascinating to get a peek into Dana's social media world. And yes, Max, so terribly wrong. Ja, falsch. Alter Schwede, Freunde 1083, Abonnenten 2554. Juliet, hey Süße, danke für die kleinen Geschenke. Trevor, was geht, Dana? Justin belegt die Couch mit Super Mario. Wenn du willst, kannst du rüberkommen, was rauchen und spielen. Oder wir gehen spazieren. Sag Bescheid, ich bin hier. Immer noch hier. Hallo? 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 Okay. Sie hat nichts gesagt. Aber ich möchte den Brief lesen. This is both sad and pathetic. Was? Dana, ich bin wahnsinnig schlecht im Schreiben. Ja, du bist wahnsinnig schlecht im Schreiben. Aber ich dachte, ich sollte es tun, damit du mich nicht auf ewig hasst. Ich weiß, ich tue vor allen anderen so, als sei ich tough. Aber das war bei dir nie nötig. Ich verdiene dich nicht. Du hast gesehen, wie ich den Schwanz eingezogen habe. Wenn du Geld brauchst, sag Bescheid. XO Logan. Alter Schwede, hast du eine Klaue. Klinikmitteilung. I assume Dana kept the appointment. Zentrum für die Gesundheit der Frauen, Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und Geburt. Miss Dana Ward, Arzttermin 14.30 Uhr, 2. Oktober. Ach du Scheiße. Tja, das erklärt einiges. Mutterschaftsbuch. Oh oh, Dana. Now I feel too wiped out to leave. Dana. Good Lord, Dana really was on her own. Wie man eine tolle Mutter wird, von Dr. Bill Ray, Radiomoderator, nationaler Bestseller. Oh ja, ich bin dann mal weg. Tschüss. Ah, Warren. Warren! Ja. Hoffentlich 16.58 Uhr. Ich warte gern ewig hier draußen. Liebe den Parkplatz. Ich kann Autos zählen. Oh, ja, ich bin ja schon da. Je mehr SMS, desto langsamer. Auf dem Weg. Bye. Oh, das ist eigentlich echt süß. Ah, noch mehr Drama. Juliet ließ Dana nicht aus ihrem Zimmer, weil sie dachte, Zachary würde Dana sexten. So dumm. Ich hatte es so satt, musste aber eingreifen, weil Dana sich Warrens USB-Stick ausgeliehen hatte. Also diese neue deutsche Sprache, ne? Sexton, Sexting, ah, was es alles gibt. Juliet erzählt mir, Victoria hätte sie über Zack und Dana informiert. Also war klar, dass Victoria mit allen spielte. Ich schlich mich in ihr Zimmer und fand auf Victorias Laptop den Beweis, dass sie lügt wie gedruckt, um für Drama zu sorgen. Ich kam mir vor wie ein Verbrecher, als sie Victorias Zimmer und Laptop durchsuchte. Ja, das glaube ich dir sehr gern. Hier dieser Schwangerschaftstest. Aha. Gut, also dann sollten wir jetzt mal... Dum, 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 dum. Halt, kann ich eigentlich... Warte mal. Ach nein, ja, okay. Auf Klo können wir mal nicht gehen. Dann gehen wir mal... Richtung Parkplatz. Ich hoffe, ich verpasse hier nichts. Ich muss mich noch mal gründlichst umschauen. Oh. This shit. Whoa. Damn, I better rewind. Ja, ich spule besser zurück. Das ist mies. Was soll ich jetzt machen? Was ist er denn? Fuck this shit. Oh, ich wollte sie doch gerade warnen, du Idiot. Alyssa, move your head. If you insist, Max.
Now that's what I'm talking about. I actually helped somebody. Diese Tat wird Victoria hat mir eine SMS geschrieben. Oh oh. Oh oh. Oh nein. Oh nein. Ah, by the way, danke, aber wir sind keine Freunde. Ja, gut, dann nicht, ne? Kann ich mit dir nochmal sprechen? Max, that was awesome. Thank you. Please. Das war knapp, kein Problem. No problem. You have quick reflexes. Years of mad dodging skills. Bullies never change. That's why you're better off. You're smart. We should hang out more. Now I have to finish this stupid book. Ah, cool. Geil. Bitteschön. So, du Arsch, du blöder Arsch, du Sagery, ich hasse dich. Get lost, hipster. I'm not doing any interviews. Was so ein arroganter Trottel, ne? Echt? Ich kann den nicht leiden. Ich kann ihn nicht leiden. Kann ich da rein? Oh, jetzt kann ich da nicht mehr rein. Ach, schau an. Die Dose ist noch da. Das Eichhörnchen ist weg. Da hinten kann ich nicht hin. Ich kann es immer noch nur ansehen. Sagst du was anderes? Warren told me that totem is named Tobanga for a reason nobody knows. Wo guckst du denn immer hin? Nichts verpassen. Ja, da hinten war ja nur Ding, Schild. I always get a little giddy when I think about having my own room here. Okay. Kann ich hier eigentlich rein? Nee, natürlich nicht. Okay. Und linke Maustaste zum Parkplatz. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Foto machen, eingreifen. Foto machen, eingreifen? You can't fool me. I know everything about this school. I cover the waterfront. So you better figure out what side you're on. Please, leave me alone. Hope you enjoyed the show. Thanks for nothing, Max. Man, I should have stepped in between Kate and David. Kann ich bitte zurückspulen? That asshole was so over the line. Kann ich bitte zurückspulen? I could rewind and try something different. Nee, muss ich zurückspulen. Ich musste eingreifen. Das geht nicht. Das geht gar nicht. So, nochmal. Scheiß aufs Foto, echt. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Eingreifen. Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Oh, Max, that was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It means a lot. Anytime, Kate. Oh, Gott sei Dank konnte ich das noch rückgängig machen. I felt like an everyday hero helping Kate, but now Officer David Dickhead is after me. David. Maybe I should rewind and mind my own business? Nein, sollst du nicht. Absolut nicht.
I'm glad I stepped in that time. Can't stand to see people being bullied. Aber damit, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis morgen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.